So geht das im Galopp. Große Themen, die schnell entschieden werden müssen bzw. ein Kompromiss gefunden werden. Gerd-Joachim von Falloir ist im Herzen des politischen Berlins live für uns dabei. Was bringt der Tag, will ich jetzt noch gar nicht fragen zu Tagesbeginn, aber was steht heute im Fokus? Seit 9 Uhr sitzt die CDU und CSU in ihren Vorgesprächen. Um 10.30 Uhr kommen hier die 6 Verhandlungsführer mit der Gruppe Europa zusammen. Und dann geht es um das Themenpaket Europa. Man nimmt sich dafür eine Stunde Zeit. Danach wird das Thema Migration aufgerufen. Vielleicht das entscheidende Knackpunktthema hier bei den Sondierungsveranstaltungen für Jamaika. Gestern Abend wollte man das bereits behandeln. Aber da man sich in der Gruppe der Verkehrspolitiker derart festgezogen hatte gestern Abend und anstatt 2-4 Stunden diskutiert hat, am Schluss ohne Ergebnis, musste man dieses Migrationsthema auf den heutigen Tag schieben. Dabei hat man wirklich kaum noch Zeit, nur noch 48 Stunden. Ja, und heute Mittag fliegt die Bundeskanzlerin dann ja auch noch zur Weltklimakonferenz nach Bonn, hält da um 16 Uhr ihre Rede, übrigens auch bei Phoenix live zu sehen, und kommt dann danach wieder hier an den Verhandlungstisch zurück, denn die Jamaikaner sondieren dann ab 19.30 Uhr circa das Thema Finanzen. Da haben wir eben schon den Bericht gehört zu dem Wunsch der FDP des Soli-Abbaus. Da muss man mal sehen, wie die Kassenlage ist. Und am Abend dann das zweite ganz große schwierige Thema, nämlich das Klimathema. Und wie immer dann heute wieder offenes Ende. Die Zeit ist wirklich nicht mehr da. Ja, und ich habe es gesagt, bei dem Verkehrsbereich hat man sich sehr festgezogen. Die Verhandlungsführer Anton Hofreiter von den Grünen und Alexander Dobrindt sind keinen Jota von ihrer Meinung abgewichen. So war zu hören aus Verhandlungskreisen. Und selbst Teilnehmer dieser Verhandlungen sagen, also das kann auch was Persönliches sein zwischen diesen beiden Herren. Und wir haben ja auch häufig das Gefühl, dass, darüber haben Sie ja vorhin auch gesprochen mit der Kollegin Quadbeck, dass vor allen Dingen Alexander Dobrindt sich hier sehr bockbeinig gibt, während andere CSU-Politiker immer wieder sagen, wir sehen Kompromissmöglichkeiten. Die CSU ist natürlich in einer misslichen Lage. Im September die Landtagswahlen, die Grünen waren von jeher sozusagen etwas wie der natürliche Feind, dirigistische Politik. Das will die CSU nicht. Das macht Herr Dobrindt in diesen Tagen auch immer wieder klar. Und dennoch, glaube ich, darf man ihm nicht unterstellen, dass er diese Verhandlung torpedieren will. Er spielt hier eine Rolle, wie viele andere Politiker das auch tun. Allerdings 48 Stunden vor Ende der Verhandlungen wartet man darauf, dass er diese Rolle irgendwann mal verlässt. Die Preise hochtreiben ist schön und gut, aber jetzt müssen wir ja Richtung Orientierung und Ziel schauen. Und in diese Richtung habe ich ihn dann auch gefragt, denn ich hatte eben die Möglichkeit, mit ihm folgendes Interview zu führen. Herr Dobrindt, Horst Seehofer sagt, die Probleme sind durchaus lösbar. Wenn man Ihnen so zuhört die letzten Tage und Wochen, dann hat man das Gefühl, Sie wollen diese Koalition gar nicht. Stimmt das? Nein, wir haben ja einen Wählerauftrag und den nehmen wir auch mit aller Ernsthaftigkeit hier wahr. Wir verhandeln, aber wir verhandeln hart. Auch das erwartet übrigens der Wähler, dass wir unsere Positionen in Verhandlungen auch vertreten. Wir haben gestern das Thema Mobilität, Verkehrspolitik nochmal auf der Agenda gehabt. Über 4 Stunden erstmal in der Verhandlungsrunde mit dem Parteivorsitzenden verhandelt, dann nochmal weitere 2 Stunden unter den Fachpolitikern. Und ja, es kam zu keiner Annäherung. Die Grünen haben noch eine Reihe zusätzlicher Steine in den Weg geräumt. Das hat die Atmosphäre auch erheblich belastet. Aber wir können nichts machen, was den Industriestandort Deutschland und die Arbeitsplätze in Deutschland gefährdet. Und wir werden auch nichts machen, was die individuelle Mobilität der Menschen einschränkt. Wenn die Grünen ihre Forderungen aufrechterhalten, dass beispielsweise der Spritpreis beim Diesel deutlich erhöht werden soll, dann wird es eine ganz, ganz schwere Veranstaltung. Ich muss noch mal nachsetzen. CSU-Vize Weber hat gestern gesagt, es ist alles verhandelbar, auch durchaus der Kohleausstieg. Und wenn man Ihnen zuhört, dann heißt es immer, die Grünen sollen sich auf die Union zubewegen. Jetzt haben wir nur noch 48 Stunden. Müssen Sie Ihre Position nicht auch ein bisschen verändern? Die Grünen gehen mit Forderungen in solche Verhandlungen, die jenseits von Gut und Böse sind. Wenn man diese von Ministerpräsident Kretschmann benannten Schwachsinnstermine 2030 abschalten des Motors, des Verbrennungsmotors als Kompromissangebot auf einmal anbietet, dann sieht man, was da für Mondforderungen teilweise im Raum stehen. Das kann man nicht wirklich ernst nehmen und deswegen kann man den Grünen nur empfehlen,
mit ihren Forderungen, die teilweise aus der uralten Mottenkiste der grünen Geschichte stammen, sich davon zu befreien und ernsthaft bei diesen Themen wie bei der Mobilität zu verhandeln. Der Ton macht die Musik, dass man sehr weit auseinander ist, auch ideologisch zwischen CSU und Grünen. Das versteht man auch als Öffentlichkeit. Aber man muss ja jetzt zusammenkommen, wenn man eine Jamaika-Koalition bilden will. 48 Stunden ist nicht mehr viel. Also noch einmal die Frage, ist es für die CSU überhaupt sinnvoll, im Bund mit den Grünen zu regieren auf der einen Seite und dann in 10 Monaten eine Landtagswahl zu haben und den bayerischen Wählern zu sagen, also die Grünen sind unser potenzieller Gegner in Bayern? Das ist ja gar nicht die Frage. Wir wissen, dass die Grünen meilenweit von uns entfernt sind. Das hat man ja aus der Vergangenheit alles auch gelernt. Das sind Parteien, die ganz unterschiedliche Politikentwürfe pflegen. Aber darüber sind wir hinaus. Der Wähler hat diesen Auftrag gegeben. Jamaika soll sondiert werden. Das tun wir auch heute wieder. Aber das kann natürlich nie sein, dass eine Partei mit 8,9% auf einmal meint, sie müsste einen Großteil ihrer Forderungen hier durchsetzen können, die noch dazu in Teilen wirklich unrealistisch sind. Und deswegen von den Grünen ist nicht nur bei der Mobilität Bewegung gefragt, von den Grünen ist vor allem auch Bewegung gefragt, wenn es um die Migration geht. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir an unserem Regelwerk, das wir mit der CDU aufgestellt haben, keine Abstriche machen werden. So, und da haben die Grünen natürlich daran zu kauen, aber da geht es um die Frage, ob sich die Jahre 15 und 16 noch mal wiederholen. Wir sagen, das darf nicht passieren und deswegen muss es zu einer klaren Begrenzung der Zuwanderung kommen. Da sagen die Grünen, da stehen wir im Wort, dass da was passiert beim Familiennachzug. Wäre denn so eine Lösung, die die FDP vorgeschlagen hat, ein Korridor von 150 bis 250.000 machbar? Nein, wir haben sehr klar formuliert im Regelwerk mit der CDU-CSU, was notwendig ist. Das ist letztlich die Begrenzung über die Mechanismen der Obergrenze von 200.000. Das sind die sicheren Herkunftsstaaten. Das ist der Schutz der Grenzen. Das ist auch die Förderung der Integration. Aber das ist auch die klare Forderung, dass der Familiennachzug weiter nicht stattfindet. Ein Einwanderungsgesetz, glauben Sie, dass es vielleicht auf dem Weg geht, dass man dann auch diese 200.000 da irgendwie mit allen möglichen Zuwanderern einwurzeln kann? Ja, nein, das hier gibt es überhaupt nichts zu vermischen. Wir sind dafür, dass es ein Fachkräftezuwanderungsgesetz gibt. Da geht es darum, dass diejenigen für den Arbeitsmarkt in Deutschland zur Verfügung stehen, die hier gebraucht werden. Das ist aber was anderes als Zuwanderung in unsere Sozialsysteme. Stichwort Klima. Die Kanzlerin fährt ja heute zur Klimakonferenz nach Bonn. Die Union hat hier angeboten, 5 Gigawatt abzuschalten. Das reicht den Grünen nicht. Aber irgendwas muss in dem Bereich ja passieren. Denn die Klimaziele der Bundesregierung, der Sie ja auch angehört haben bis vor kurzem, die werden bis 2020 wohl nicht zu halten sein, wenn man nichts tut. Ja, es geht jetzt erstmal darum, die Grundlage oder sich auf die Grundlage noch zu einigen. Was muss denn an CO2-Lücke geschlossen werden? Die Datenbasis ist da sehr unterschiedlich. Ich bedauere dies auch, aber daran sieht man, wie kompliziert es bei diesem Thema halt auch sein kann. Wir wollen die Klimaziele einhalten, aber dazu muss man mal ein gemeinsames Verständnis der Datenbasis haben. Und wenn man die Klimaziele einhalten will, ja, dann ist es richtig, dann muss man auch zusätzliche Maßnahmen bereit sein zu ergreifen. Wir sind das, aber das können nicht Maßnahmen sein, die dann die Stromversorgung in Deutschland aufs Spiel stellen oder akzeptieren, dass wenn in Deutschland zu wenig Strom zur Verfügung ist, dann aus den Braunkohlekraftwerken in Polen der Strom nach Deutschland importiert wird, dann hat man nichts gewonnen. Aber nach 3,5 Wochen, dass man noch nicht die gleiche Datenbasis hat, da fragt man sich, was soll denn in den nächsten 48 Stunden passieren? Also die Nacht der Entscheidungen, dann muss Horst Seehofer für die CSU alles abräumen bzw. alles hinbiegen? Ja, die Nacht der langen Messer naht. Das ist bei einem Verhandlungsmarathon so. Und die letzten Meter, das weiß man von einem Marathon, die sind natürlich die aller schwersten. Da gibt es auch ganz eigene Dynamiken. Und deswegen ist das Ergebnis nicht vorhersehbar. Es werden jetzt wirklich noch anstrengende Tage. Vielen Dank.
Alexander Dobrindt hat noch mal darauf hingewiesen, mit 8,9% könnten die Grünen hier nicht alle ihre Forderungen durchsetzen. Aber letztlich muss sich ja jeder in so einer Koalition wiederfinden. Das gilt auch für die FDP, die sich in den ersten Wochen sehr querstellte und seit ungefähr 4-5 Tagen eine sehr konstruktive Rolle spielen. Und Volker Wissing von der FDP war heute Morgen im Morgenmagazin und er hat noch einmal Stellung genommen zu der Kernforderung der FDP, nämlich der Abschaffung des Solis.